Bereit mit dem Handel zu beginnen, so stand es gerade im Teaser und wir sind sowas von bereit mit dem Handel zu beginnen, indem wir heute die Marktvorbereitung machen mit Blick auf Brent, auf Gold und im Währungsbereich Euro-Kanadischer Dollar. Damit erst einmal einen wunderschönen guten Morgen zum 1. Juli. Das halbe Jahr ist um. Kinder, wie die Zeit verrennt, es ist verrückt. Aber nichtsdestotrotz, die Zeit rennt. Und die Charts ticken weiter. Deswegen schauen wir hier gleich mal rein in das, was live passiert. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und ich sehe gerade auch mit Blick in die Chatfelder hier die guten Morgengrüße. Da freue ich mich sehr drüber. Grüß dich. Lüdger und Arthur, traumhaft. Wer Fragen hat, übrigens rein in die Chats auf GoToWebinar und auch auf Facebook. Und ich gehe gerne auf den ein oder anderen Wunschmarkt ein. Dazu sind wir ja auch da. Wir blicken zuvor in die Nachrichten. Bei den Nachrichten war gestern was doch recht Interessantes dabei. Und zwar das Conference Board Verbrauchervertrauen aus den USA. Jetzt muss ich nochmal kurz nach der Zahl schauen. Das geht gen 100. Das war natürlich der Knaller. Erwartet worden sind hier 91,8. Im Vormonat hatten wir knapp 86, jetzt haben wir 98,1. Das hat den Märkten natürlich ordentlich Auftrieb gegeben. Das war sehr, sehr stark gestern. Das haben wir bei den Indizes auch gesehen. Was wir übrigens gestern auch gesehen haben, was sehr, sehr stark war, war der Rückgang API-Rohöllagerdaten. Die haben wir gestern bekommen um 22.30 Uhr. Wenn das so ein bisschen ein kleiner Vorbote ist auf das, was wir heute bei den Rohöllagerbeständen erwarten können, ja, da würde mich nicht wundern, wenn die Ölmärkte ordentlich nach oben durchstarten. Zumindest ist das in der Historie relativ oft so gewesen. Deswegen heute der Blick auf Brent. Brent hat man ja vor ein paar Tagen schon mal mit einem Umkehrmuster. Der kam aber da nicht so richtig aus den Startlöchern. Jetzt scheint sich der Weg so langsam nach oben zu bahnen. Das gleich live im Chart. Zuvor der Blick auf die Nachrichten, die wir heute haben. Und aus China gibt es mal wieder in der Reihe der positiven Nachrichten einen Neueintrag ins Buch. Und zwar der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe ist gestiegen. 50,7 im letzten Monat, 51,2 aktuell für das verarbeitende Gewerbe im Juni. Nicht schlecht. Was auch nicht schlecht ist, ist das Thema Einzelhandelsumsätze. Und das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, finde ich wirklich interessant. Wir sehen es hier, minus 6,5 im Vormonat, erwartet waren 3,9% Zuwachs. Tatsächlich sind die Einzelhandelsumsätze im Mai um 13,9% gestiegen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ich weiß, die Umsätze sind weiterhin meilenweit hinter dem, wie sie vor der Krise gewesen sind. Aber ich sage immer, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Also es ist hier Licht am Ende des Tunnels. Das heißt also, wenn wir hier tatsächlich sauber dabei bleiben und es keine massiven Lockdown-Maßnahmen mehr geben muss, dann wird der Einzelhandel, sage ich mal, denke ich, auch ein bisschen positiver in die Zukunft blicken, weil er halt einfach sieht, okay, die Leute, die in Arbeit haben, und wir haben ja weiterhin relativ gute Arbeitsmarktzahlen hier bei uns in Deutschland, relativ robust, auch wenn man extrem viel Kurzarbeit hat, aber die Leute sagen halt einfach, wir haben jetzt noch keine Angst um unsere Jobs, auch wenn man immer mal wieder hört, es gibt massiv Stellenstreichungen, wie beispielsweise zuletzt gehört bei Airbus. Die Umsätze sagen alles, es steigt so langsam wieder an. Aber wie schon gesagt, das ist noch extrem weit weg von dem, was wir vor Corona gehabt haben. Wir kriegen 9:55 Uhr dann sozusagen einen Blick in den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Zur gleichen Zeit auch die Arbeitslosenzahlen aus Deutschland. 10 Uhr gibt es dann aus der EU den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Das dürfte auch für den Index interessant werden, also für den Eurostoxx 50 beispielsweise. Was wir auch noch sehen, sind am Nachmittag dann um 14.15 Uhr. Sehr, sehr wichtiger Termin. Und zwar die ADP-Beschäftigungsänderung. Wir sehen es hier. Im Vormonat hatten wir einen Rückgang von 2,76 Millionen. Ja? Jetzt ist erwartet ein Zuwachs von 3 Millionen. Das bleibt sehr, sehr interessant. Wir hatten ja im letzten Monat eine deutliche Überraschung bei den Non-Farm Payrolls. Die stehen übrigens morgen wieder auf der Agenda. Heute, wie schon gesagt, 14.15 Uhr. Das wird ein Termin sein, der die Märkte durchaus bewegen kann. Wenn es hier eine positive Überraschung gibt, holla die Waldfee, dann würde ich mal vorschlagen, sollte man genau auf die Indizes schauen. Die sollten dann nämlich ordentlich nach oben durchstarten. 15.05 Uhr.
45 bekommen wir dann den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, um 16 Uhr gleiches vom ISM. Allerdings in Bezug auf die Beschäftigung, 16 Uhr dann auch das gleiche fürs verarbeitende Gewerbe. Also ein paar Einkaufsmanagerzahlen aus den USA. 16.30 Uhr gibt es dann die Rohöllagerbestände, also da, wo wir gestern schon den kleinen Vorausblick bekommen haben. Ja, und um 20 Uhr heute, der eigentlich wichtigste Termin für den Tag mit Blick auf die FED, da gibt es das FOMC-Sitzungsprotokoll. Auch unbedingt ein spannender Termin. Auswertung dazu wird es morgen wahrscheinlich geben. Das heißt, die Märkte hier bei uns in Deutschland, die Händler sind ja da schon längst nicht mehr da. Aber die Amis werden mit Sicherheit darauf reagieren. Und das dürfte dann für den Donnerstag sehr, sehr spannend werden. So, mit Spannung gehen wir weiter auf das, was wir hier jetzt gleich in den Charts sehen werden. Wie schon gesagt, meine Zuschauer hier an dieser Stelle werden auch immer mehr. Ich freue mich darüber. Es spricht sich so langsam rum. Wer eine Frage hat, nochmal rein in die Chats. Ich gucke gerne dort auch rein. So, also bitte nicht schüchtern sein. Es tut nicht weh, hier eine Frage oder einen Wunschmarkt rein zu posten. Wir starten zuerst mal mit der Währungsseite. Und zwar habe ich hier heute mitgebracht einen Blick auf das Währungspaar Euro-kanadischer Dollar. Hier haben wir ihn. Mit Blick in den Tageschart. Hochinteressant, was hier an dieser Stelle passiert ist. Schaut mal hier die schöne Trading Range rein. Oben 1,545, unten 1,5055. Feine Range. Und jetzt haben wir hier einen klasse Abprall. Schönes Abprallszenario hier an dieser Stelle gehabt. Das ist ja das, wo ich immer sage, Leute, wenn wir so eine Ranges haben, oben auf die Lauer legen, unten auf die Lauer legen. Das ist echt eine hochinteressante Geschichte. Hier im Euro-Kanadischen Dollar stehen wir jetzt mittendrin. Also wir sind im Median der Range wieder angekommen, also der Drehpunkt hier, der Schwankungspunkt. Um die 1,525, 1,526 in diesem Dreh ist das gelegen. Nach unten gibt es jetzt natürlich weiteres Potenzial. Das schauen wir uns gleich in den kleineren Zeiträumen an. Ich wollte nur mal die Verordnung hernehmen. Hier, wo ich das Kreuzel oben gemacht habe, hier ging es jetzt ordentlich zur Sache. Und wie schon gesagt, jetzt sind wir im Median verortet. Und das könnte interessant für die Ober- wie auch für die Unterseite sehen. Deswegen schauen wir uns das Ganze gleich einmal an, weil wir sehen, der kleine Trend, der sich hier nach oben gebildet hat, der ist jetzt rausgenommen. Und wenn es zur weiteren Schwäche kommt, können wir relativ schnell die Unterseite auch anlaufen. Das heißt, da ist durchaus noch einiges an Kurspotenzial zur Unterseite da. Oben müssen wir wirklich betrachten. Sollten wir hier im Median jetzt schon eher rumdrehen, dann natürlich Tageshoch von gestern bzw. hier oben den Widerstand im Blick nehmen. Kurse über 1,545 bringen dann hier die kleinen Spike-Hochs mit ins Spiel, die Marken genannt 1,5459 und 1,5533. Das sind die Marker, die wir oben sehen an dieser Stelle, und oben heißt, dann drehen wir rum, und zwar jetzt direkt aus dem Median, wenn es flott geht. Ansonsten jetzt mal der Blick in die kleinere Zeiteinheit. Das ist ja das, was ich genannt hatte. Und hier fällt uns eines sehr, sehr Wichtiges ein oder beziehungsweise an dieser Stelle auch auf, wenn ich es mal kurz zusammenraffe. Ich glaube, im 4-Stunden-Chart wird das Ganze ein bisschen besser ersichtlich. Jawohl, tut es. Schaut mal, was wir hier drinnen haben, ist dieser kleine Auffangbereich hier unten. Das war das Tagestief sozusagen von gestern, wo wir unten drunter gelaufen sind. Und da ist halt dieser kleine Aufwärtsschwung. Ich glaube, in der Stunde sieht man es doch ein bisschen genauer. Hier, schaut euch das mal an. Hier war schön die Aufwärtsdynamik entsprechend da nach oben gelaufen. Und das war, wie schon gesagt, das Level, wo es drauf ankam, das Tief der Umkehrkerze. Ich gehe nochmal kurz in den Tag, schaut, diese Kerze hier, die ich markiert hatte, diese, das ist die markierte Kerze, das ist das Low dieser Kerze, das heißt, Kurse darunter bestätigen die Umkehr, und dann ging es auch ordentlich nach unten zur Sache. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, mit Blick in die Stunde an dieser Stelle, dann sehen wir, wohin die Reise gehen kann. Wir sehen es an dieser Stelle. Der Markt ist auf dem Weg nach unten, und der nächste größere Auffangbereich oder der nächste Auffangbereich, wo wir hier ein Tief gesehen haben, ist das Zwischentief, das untergeordnete, um die Marke von 1,5125. Und dieses Tief gilt es jetzt erstmal an dieser Stelle auch anzunehmen. Das heißt, 1,5125 wäre mal die nächste Drehmöglichkeit. Was man hier im kleinen Untergeordneten auch noch sehen kann, ist dieser Drehbereich hier unten, also hier der untergeordnete Unterstützungsbereich sozusagen an diesem Punkt. Der ist durchaus auch da, dass er anhalten kann. Das heißt, auch dort bitte einen Blick reinwerfen an dieser Stelle. Das ist hier unten ungefähr ganz grob so die Marke um die 1,52 hier als Anlaufpunkt. Ansonsten hält das Ganze nicht,
und wir sind weiter runter unterwegs zur unteren Range-Begrenzung, dann steht hier noch untergeordnet die 1,50, 9,25 und dann sind wir schon unten angekommen. Das Ganze dort. Aber wenn wir hier Abprallbewegung sehen, auch mittendrin sozusagen aus dem Ganzen, dann wäre es durchaus auch denkbar, dass wir hier abprallen. Und da sage ich genau hinschauen, wenn wir Abprallbewegung sehen, dann sehen wir es auch in den kleinen Zeiteinheiten. Wenn wir uns das zum Beispiel mal im 5-Minuten-Chart anschauen wollen, wie gestern sich der Abprall hier oben entwickelt hat, schaut hier, ist der Abwärtstrend runtergegangen, dann gab es die erste große Dynamik, dann nochmal einen Rücklauf und dann ging das Ganze so richtig unten zur Sache. Und das sind die Dinge, die kann man sich sehr, sehr schön rannehmen, wenn man direkt am Rechner sitzt und das Ganze beobachten möchte. Hier mit Blick auf das Währungspaar in der Range Euro-Kanadischer Dollar. Und damit blicken wir auf den Goldmarkt. Gold hat es gestern tatsächlich geschafft und ein neues Jahreshoch geschrieben. Wir sind über die Marke von 1779 drüber gelaufen. Ja, und damit haben wir hier an dieser Stelle ein neues Jahreshoch geschrieben. Was bedeutet das jetzt? Welches Potenzial haben wir zur Oberseite? Wir haben definitiv das Potenzial, in Richtung der Marke von 1.800 US-Dollar zu laufen. Da muss ich jetzt allerdings, diejenigen, die den Blog geschrieben haben, wissen, woher das kommt. Das Teil kommt aus dem Jahr 2012. Schaut mal hier oben. Das war das kleine Hoch hier drüben. Das war das Jahreshoch aus dem Jahr 2012. Deswegen muss ich hier so weit zurück. Diese Marke hier knapp 1.800 US-Dollar. Das ist da und das ist der Weg, den wir hier jetzt vor uns haben. Das heißt durchaus die Chance, das zu erreichen, wenn wir direkt durchlaufen, ja gut, dann laufen wir direkt durch. Und wer damit dabei sein möchte, der muss jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern der nimmt sich einfach mal ganz flott den Stundentrend her. Und da sehen wir hier, wie schön der Trend nach oben läuft. Jetzt sehen wir hier eine relativ flache Konsolidierung. Und hochinteressant ist es, ich habe das mal noch in Rot gelassen, weil es das alte Jahreshoch gewesen ist. Direkt in diesem Bereich sind wir rumgedreht. Und wenn wir hier jetzt oben drüber laufen, das heißt über dieses Trendhoch hier oben, das haben wir liegen bei ungefähr, naja, so ganz knapp, so hält es nie, über den Daumen, 1786, wenn wir da drüber laufen, dann setzt sich schön dieser Aufwärtstrend nach oben hin fort und das wäre doch mal sehr, sehr interessant, das Ganze hier zur Oberseite hin zu begleiten. Wie schon gesagt, 1799 ist das hoch, also knapp die Marke von 1800 US-Dollar, die haben wir da und das könnte durchaus hier noch ein Stückchen weitergehen. Die Unterseite müssen wir allerdings auch mit beleuchten, wenn wir hier nach dem Schreiben des neuen Jahreshochs ein bisschen Konsolidierung sehen sollten. Also jetzt nicht nur das Flache, sondern auch ein bisschen Tieferes. Das wäre jetzt mal auch kein Beinbruch. Rein aus trendtechnischer Sicht hier unten, wenn wir uns mal diesen Aufwärtstrend der Stunde anschauen wollen, dann haben wir hier die 1765 als erstes Anlauflevel, als ersten Drehpunkt sozusagen und dann das Trendtief hier unten um die Marke ganz knapp von 1747. Und dieses Level 1747,50 ist übrigens auch, wenn wir uns das Ganze im Tag mal noch anschauen, ein sehr, sehr interessantes Level hier. Da haben wir etwas unten drunter bei 1745 haben wir noch einen Kaufbereich liegen hier. Dieses Level, als der Markt hier drüber gelaufen ist, die 1745. Also nah dicker Support hier unten, durchaus eine Möglichkeit, schön die Korrektur entsprechend auch zu planen, sofern, ja, sofern sie kommt. Man muss mal schauen, was da kommt. Und damit schauen wir auf den zweiten Rohstoff heute Morgen und zwar ist das das Brent. Ich gehe noch mal kurz auf das Brent zurück, was wir vor ein paar Tagen besprochen hatten. Und zwar, genauer gesagt, die Umkehrformation, die wir hier gesehen haben. Und zwar hier, schaut es euch an. Hier haben wir schön den Trend, der nach oben läuft. Hier hatten wir die Korrektur gehabt. Die Korrektur hat hier in diesem Bereich um die 39,35 das Tief gefunden und hat dort ein Umkehrsignal bestätigt oder beziehungsweise generiert. Das ist mittlerweile bestätigt worden, aber der Markt läuft sehr, sehr, sehr langsam nach oben. Also es ist ein sehr, sehr vorsichtiges Herantasten. Nichtsdestotrotz haben wir durchaus die Chance, weiter nach oben die Kurse voranzutreiben. Das heißt, erst einmal Anlaufpunkt oben, das alte Trendhoch um die Marke von 43,67. Das ist das erste Ziel. Und das zweite Ziel ist dann natürlich der Gap Close. Den Gap Close, den sehen wir, wenn ich das nochmal klein mache. Hier, schaut mal, da war das Gap High sozusagen, beziehungsweise die Marke, der letzte Schlusskurs sozusagen, bevor das Gap nach unten aufgerissen wurde. Da arbeiten wir uns jetzt langsam Stück für Stück nach oben ran. Und wie schon gesagt, das ist der Kursbereich um die 45,75. Damit haben wir jetzt mal beleuchtet, was wir oben an Kursen durchaus noch erwarten können. Wichtig ist jetzt allerdings zu sehen,
was die Trader hier draus machen. Und da schauen wir uns mal eben den Stundenbereich an, weil dort, wo wir momentan verharren, dieses Level um die knapp 41,50, das ist schon ein Level, das ist nicht von schlechten Eltern. Als wir das letzte Mal über dieses über den Rohstoff gesprochen hatten, war das genau das Level, als wir aus dem Markt rangelaufen sind und wieder abgeprallt sind. Wir hatten hier drüber gesprochen, das hier war das Umkehrsignal und dieser Bereich, dieser Widerstandsbereich hat damals dazu geführt, dass wir brutal kurzfristig nach unten abverkauft haben und das Long-Signal überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Also für die kurzfristigen Trader war das hier wie Weihnachten schön, ganz klassisch, der Abprall oben aus dem Widerstand und zack, ging es ordentlich nach unten zur Sache. Jetzt haben wir allerdings mittlerweile einen Trend, der hier nach oben läuft, in etwas größerem Rahmen, wo wir auch hier Bewegung, Korrektur, Bewegung und jetzt die Korrektur sehen könnten. Nichtsdestotrotz sind wir weiterhin verortet in diesem Widerstandslevel. Und es kann genauso gut passieren wie hier drüben, dass wir die Unterseite anspielen. Das heißt, dass wir sehen, es gibt hier oben in diesem Bereich einen Deckel, der drauf liegt, wo der Markt zwar mal probiert hat, oben über den Widerstand drüber zu laufen, es aber nicht schafft, darüber hinwegzugehen. Und das wäre dann die Angelegenheit, dass wir durchaus die Unterseite sehen. Und das entscheidende Level dafür ist dieser Bereich hier unten drunter. Also das heißt, sobald wir knapp unter die 41-Dollar-Marke laufen, das wäre dann der Bereich, wo man sagt, okay, jetzt werden vielleicht zumindest mal kurzfristig wieder Short-Szenarien opportun. Heißt also, sollten wir tatsächlich drunter laufen, wir sehen, dass das Trend Tool, was wir hier drinnen liegen haben, da sind wir schon in einem untergeordneten Abwärtstrend verortet. Das sieht man auch hier, wenn man mal, jetzt muss ich mal kurz die Entry-Bar einmacht, hier schaut, da sind wir schon ordentlich drin gelaufen. Zumindest wenn man das Kleine hier mal sieht in dem korrektiven Bereich. Es ist noch extrem früh, ja, aber nichtsdestotrotz, wenn ein Abprall kommt, jetzt mache ich das mal kurz eben wieder auf, und man diese kleinsten Dinge für sich zum Traden benutzen möchte, das wäre halt dann wirklich interessant. Sollten wir hier unter die 41 Punkte US-Dollar-Marke laufen, das wäre dann wirklich der Bereich, die Unterseite ranzustreben. Und ein Zielbereich, den man kurzfristig nutzen kann, wäre dann selbstverständlich erst einmal hier unten die Marke von knapp 40 US-Dollar, wo wir hier das Zwischentief gesehen haben, der Marktbereich oder der Bereich hier im Markt gut ersichtlich und auch gut planbar für die Unterseite. Das wäre das positiv zu sehen, also im bullischen Sinne natürlich, wenn wir hier oben drüber laufen, das heißt hier Kurse über der Marke von 41,90, das wäre dann hier schön zu sehen, dann wären die Bullen wirklich richtig am Zuge und dann können wir uns zum Trendhoch orientieren, als Zwischenanlaufmarker hier auch schön das kleine Swinghoch um die Marke von 42, knapp 65 natürlich hier zu sehen, das als planbarer Anlaufpunkt zwischendrin, das ist hier hoch interessant im Brent. Das Ganze so, jetzt schaue ich nochmal nach. Ein paar Fragen haben wir da, und zwar das Währungspaar britischer Pfund US-Dollar. Das schauen wir uns gleich mal an. Und dann haben wir noch US-Dollar, Schweizer Franken und britisches Pfund japanisches Yen. Na klar, starten wir mal los. Ich bleibe mal bei den Währungen gleich direkt aus der ersten Frage. Und da ging es um Dollar, Schweizer Franken und Pfund japanisches Yen. Ich fange mal mit Dollar, Schweizer Franken an. US-Dollar, Schweizer Franken, kurzen Augenblick, da ist es da. Ich gehe mal davon aus, wenn diese Fragen genannt bekommen, ich soll einfach mal den Tageschart analysieren. Das mache ich auch. Ansonsten, wer eine kleinere Einheit wissen will, bitte direkt in die Fragefelder reinschreiben. Dann gehe ich natürlich direkt in die kleineren Zeiteinheiten, weil ich ja nicht weiß, was hier getradet wird. So. Gut, also hier sind wir mal kurz verortet im Wochenchart, der ist weiterhin abwärts gerichtet. Wir sehen es, diese starke Abverkaufskerze hier, die wir da drinnen haben, ist mal ein deutliches Zeichen, dass der Markt definitiv nicht hoch will. Das Ganze sehen wir momentan auch im Tageschart natürlich liegen. Schaut mal hier, wir haben den Abwärtstrend weiterhin auch da, der ist intakt und wie schon gesagt, wir haben es versucht, den Ausbruch aus dem Dreieck nach oben zu nehmen, hat aber nicht geklappt. Von der Seite her sehen wir den Druck von oben nach unten laufen. Interessant, was wir jetzt haben, ist die Tatsache, wo wir stehen. Wir haben gestern hier diese deutliche Umkehrkerze gesehen und wenn diese Umkehrkerze eine Bestätigung findet, dann haben wir das Potenzial, nach unten zu laufen. Das heißt, erstmal hier Richtung Zwischentief, wartet mal, ich nehme hier mal kurz ein paar Linien raus, hier unten Richtung Zwischentief um die 0,94,2 beziehungsweise dann Richtung Trendtief um die 0,93,76. Das sind die Marker, die wir durchaus auf der Unterseite hier bespielen können. Sieht man auch sehr schön, wenn wir uns den Stundenchart mal anschauen.
Das ist so ein typisches Verhalten. Wir kriegen erst einen richtigen Knall nach unten. Wir sehen das hier. Erst ging es nach oben mit Schmackes, dann verharrte der Markt hier oben, wurde schwach und dann hat es nach unten hingeknallt. Jetzt haben wir hier eine Seitwärtsphase unten laufen und wenn wir unter das Tief dieser Seitwärtsphase tatsächlich wegbrechen sollten, dann haben wir durchaus die Chance, die unteren Regionen anzulaufen und das ist dann genau das Indiz oder beziehungsweise das Signal, der Signalbereich für die Unterseite und nächster Anlaufpunkt wäre dann, wie schon gesagt, hier erst einmal im kleinen Bereich das Zwischentief hier unten ganz grob um die Marke von 0,9442. Ich mache es mal noch etwas kleiner, dass wir es sehen können. Also hier, das wäre mal die Gegenbewegung. Wenn wir den Punkt hier unten rausnehmen, ist das große Bild auch deutlich weg. Das heißt, das ist jetzt mal der übergeordnete Zeitrahmen, den ich hier eingeblendet hatte. Und damit sind wir dann auf der Unterseite wieder unterwegs. Damit trendet der Markt schön nach unten. Nächster Anlaufpunkt, den wir dann hier mit Blick auf den alten Trend haben, wäre dieses Zwischentief im Stundenchart ganz knapp um die Marke von 0,9492. Und wenn wir das auch noch rausnehmen, dann stehen wir schon hier unten am aktuellen Trendtief, das wir auch auf Tagesbasis sehen, also dieser Bereich hier unten um die 0,9376. Das Potenzial zur Unterseite haben wir auf alle Fälle da und die Stunde, wie schon gesagt, die gibt uns hier wirklich sehr, sehr schön die Chance, das Ganze nach unten zu traden. Kommt der Bruch hier unten runter, dann haben wir schön eine Trendbildung zur Unterseite hin und das ist das, wo uns der Markt zeigt: fallende Tiefs, fallende Hochs. Dann haben wir einen Abwärtstrend in der Stunde in Richtung des Abwärtstrends vom Tag und damit ist hier alles sozusagen auf die Unterseite ausgerichtet. Blicken wir als nächstes in das Währungspaar britisches Pfund, japanischer Yen. So, da ist er, zack, auf die Tast. Auch sehr, sehr schöner Abprall. Hier übrigens auch die Abprallbewegung. Sehr, sehr schön hier oben. Schaut mal, das war der Anlaufbereich hier 133,98. Das haben wir ja auch miteinander besprochen. Der Topbereich hier oben. Da sind wir schön rangelaufen. Tageschart an dieser Stelle zeigt uns auch, der Markt ist hier oben rangelaufen, hat hier einen Aufwärtstrend gebildet, ist aber in diesem Drehbereich hier brutal abverkauft worden. Und jetzt sehen wir so Stück für Stück den Markt wieder runterkommen. Und wir haben hier auch auf Tagesbasis, wenn wir das jetzt mal sehen, durchaus die Chance, nach unten reinzulaufen und einen Abwärtstrend zu bilden. Soweit ist es jetzt noch nicht, aber es war sehr, sehr interessant zu beobachten, was hier passiert. Wie schon gesagt, wir haben es ja besprochen, die Zeichnungen sind entsprechend noch da. Hier oben kam das Umkehrsignal. Jetzt laufen wir deutlich runter. Die Frage, die sich jetzt hier an dieser Stelle stellt, ist: Wie geht es weiter an diesem Punkt? Weil, wenn der Markt dort oben sozusagen jetzt rangestiegen oder rangebrochen ist oder beziehungsweise rangelaufen ist und komplett abgeprallt ist, müssen wir trotzdem immer auch eins beachten. Auch wenn die Situation, die wir übergeordnet haben, abwärts gerichtet ist, kann es gut und gerne passieren, dass wir hier wieder deutlich erst einmal nach oben laufen, ja. Deswegen ist das Thema Verortung und Traderöffnung immer eine wichtige Geschichte für das ganze Thema im Risikomanagement. Was jetzt hier ohne weiteres passieren kann, ist, ich zeichne das mal ganz kurz ein, kurzen Augenblick, ich mache das jetzt mal machen wir mal blau. So, Stift, passt auf hier, was ich damit meine oder was ich sagen möchte, ist hier, schaut mal, Bewegung, Korrektur. Deutliche Bewegung, deutliche Korrektur. Den Bereich, den wir jetzt hier haben, ist ganz klar mal das Umkehrsignal. Das heißt, der kleinste Trendverlauf, den wir hier haben, der ist aufwärts gerichtet, hat jetzt korrektiert, läuft zur Oberseite. Die Frage ist, was passiert jetzt hier? Na, jetzt kommen wir hier raus. Der Aufwärtstrend, der kleine, ist hier weiterhin intakt. Wenn wir hier oben wieder abprallen, haben wir da eine extrem gute Chance, wieder mal so ein bisschen die Unterseite zu beleuchten. Fliegen wir allerdings drüber, nimmt der Markt dieses Level hier raus und dann dreht sich das gesamte Bild wieder um. Ich mache mal kurz den Zeichenmodus raus hier. Und dann können wir, wenn wir uns das Ganze auf dem Tag nochmal anschauen, wenn wir das tatsächlich als Umkehr sehen und hier drüber weggehen, haben wir wieder einen Aufwärtstrend, der in Richtung dieser übergeordneten Dynamik geht. Das heißt, dann haben wir einfach nur Folgendes gesehen: eine extrem tiefe Korrektur dieses oben Aufwärtsschubs. Und wenn wir da oben drüber laufen, dann haben wir gute Karten, weiter reinzugehen. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Das könnte durchaus ein schönes Long-Setup für den morgigen Tag geben. Wenn das Ganze funktioniert, nehmen wir das definitiv auch mit rein in die Besprechung. Aktuell ist es noch nicht so weit, aber die Situation, in der wir stehen, ist wirklich eine sehr, sehr interessante. Mit Blick auf das Währungspaar Pfund japanischer Yen. Und jetzt schauen wir uns noch das Cable an. Britischer Pfund US-Dollar. Da war ja auch einiges an Bewegung drin. Die letzten Tage, kurzen Augenblick. Da oben haben wir das britische Pfund.
Die Bewegung nach unten, die Schwäche kam immer ganz, ganz deutlich hier an dieser Stelle mit rein. Wir haben hier kurz nochmal den Blick auf die Woche, wo wir einfach auch sehen, dass der Markt hier oben abverkauft hat um die 1,2813. Dann ging es deutlich nach unten, hier auch letzte Woche heftiger Abverkauf. Jetzt sehen wir so ein bisschen Gegenreaktion. Was wir hier allerdings auch sehen, deswegen blicken wir mal kurz in den Wochenchart mit rein, dass die kurzfristige Abwärtsdynamik hier erst einmal deutlich nach oben rausgenommen wurde. Ne? Also wir sind hier in einer ähnlichen Situation wie das, was wir gerade im Fund-Yen gesehen haben. Was der Fund-Yen? Ja, genau, das war der Fund-Yen, wo wir einen starken Aufwärtsschub und dann eine Korrektur gesehen haben und dann möglicherweise wieder eine Umkehr finden. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal hier im Tageschart an. Im Tageschart gibt es diese Umkehrformation, ähnlich wie wir sie gerade im Fund-Yen gesehen haben, noch nicht. Da haben wir hier laufend den Abwärtstrend. Das sieht man sehr, sehr schön. Der läuft ja schön nach unten. Das ist schön die Gegenbewegung zu diesem Aufwärtsschub an dieser Stelle. Aber man muss hier konstatieren, der Markt ist hier oben an einem wichtigen Widerstandslevel angebrochen und hat auch noch Potenzial zur Unterseite hin. Und was wir hier ganz klar sehen ist, wir haben auf Tagesbasis den Abwärtstrend und der Abwärtstrend, der korrigiert jetzt einfach ein Stück weit nach oben hin. Und das Ganze schauen wir uns jetzt eben mal kurz noch im Stundenchart an. Und im Stundenchart sehen wir Folgendes. Hier oben ist noch die Markierung drinnen. Das war das letzte Zwischenhoch. Also der Trend, der hier nach unten lief, der letzte Bewegungsarm, wenn man das mal enger zusammenzoomt, die Stunde ist logischerweise abwärts gerichtet, weil wir halt diesen Schub von oben nach unten haben. Aber die letzte Bewegung, das ist das, was wir hier sehen, die ist halt rausgenommen worden, als der Markt hier drüber gelaufen ist, ne? Und was wir auch sehen ist, dass wir hier momentan am Laufen haben, den korrektiven Aufwärtstrend. Hier, das war das Tief, hier ein höheres Tief, hier nochmal ein höheres Tief, hier ein höheres Hoch, dort auch ein höheres Hoch. Heißt also, interessant wird es jetzt zu beobachten, was passiert hier oben. Wenn wir tatsächlich direkt jetzt oben drüber laufen, dann setzt sich dieser korrektive Aufwärtstrend nach oben hin fort und wir haben weitere Chancen zur Oberseite. Anlaufmarker hier, die wir drinnen haben, sind die Zwischenhochs auf der Oberseite um die 1,2436, beziehungsweise hier der nächste Anlaufpunkt wäre mal die Marke um die 1,2645. Wichtig an dieser Stelle, wenn wir die uns mal diese Level anschauen, die ich hier drinnen mit angezeichnet habe, ist die Tatsache, wo das Ganze verortet ist. Und dieses Level, gerade hier in diesem Bereich um die 1,2436, das ist verortet in einem doch recht starken Abverkaufsbereich. Ne? Wenn wir das mal schauen, aufgesetzt, hochgelaufen, aufgesetzt, hochgelaufen, hier ein bisschen drum gedreht und dann abverkauft. Also das ist schon ein Level, das hat Marktbeachtung. Hier sind wir drüber gelaufen, haben wieder abverkauft. Hier sind wir rangelaufen, haben wieder abverkauft. Also die 1,24, 35, 36, das ist ein wichtiges Level, was es durchaus zu beachten gilt. Aber wenn wir jetzt schön hier unten rauskommen und jetzt mal für die kurzfristigen Trader, das Währungspaar kann man ja auch ganz, ganz gut in den kleineren Zeiteinheiten traden. Schaut euch mal diesen Trend hier nach unten an, ne? Der hat sozusagen den Abwärtstrend gemacht und sobald der Markt tatsächlich hier über dieses Level läuft im Kleinen, also hier das Trendhoch rausnimmt, dann ist der untergeordnete Trendverlauf rausgenommen. Dann heißt, dann sind wir wieder aufwärts gerichtet. Das wäre schön die Umkehr und das wäre in diesem Sinne auch die Fortsetzung dieses etwas größeren Aufwärtstrends, das wir hier haben, also hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, das ist interessant zu sehen und das schauen wir uns mal kurz in den 5 Minuten an. Na, und dann sehen wir nämlich hier diese wichtige Marke, die ich eingezeichnet habe, der Punkt da oben. Hier, das war der letzte Bewegungsschub nach unten, der ist schon raus, der läuft jetzt hoch und wenn dieser Deckel hier oben um die 1, ja, etwas unter 24 wegfliegt, dann können wir uns oben bei 1,2450, bei 1,24025 ransetzen. Und schauen, wie sich der Aufwärtstrend nach oben fortsetzt. Und das wäre hier das Signal für die Fortsetzung der Erholungstendenz im britischen Pfund, die Ausdehnung nach oben. Und Potenzial ist ja da. Der Markt könnte ja nach oben laufen bis auf 1,254 hier oben problemlos. Und das wäre alles nur die Korrektur. Hochspannend an dieser Stelle. Danke für die Frage. Gut, das hätten wir auch damit gegeben. Jetzt haben wir es kurz vor 9. Das heißt an dieser Stelle, wir machen noch ganz schnell den Blick auf den DAX und dann entlasse ich hier alle Trader direkt in den Handel rein. Was wir im DAX haben, ist sehr schön zu sehen. Wir sind sehr gut dynamisch nach oben gelaufen. Wir haben dieses Zwischenlevel hier rausgenommen. Schaut mal hier, diesen Widerstandsbereich um die Marke von 12.000 knapp 350 Punkten. Das war oder ist jetzt immer noch das Widerstandslevel, um das der Markt sich hier dreht. Aber was wir schön sehen, dieser Aufwärtstrend, der sich hier gebildet hat, der ist weiterhin intakt. Also das größere Bild, was wir hier in diesem Markt auch sehen, hier im Großen, also hier die Bewegung nach oben, die Korrektur nach unten, die Bewegung nach oben. Und jetzt haben wir hier am Laufen wieder die korrektive Phase.
Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Wenn wir hier tatsächlich jetzt rausdrehen und gleich nach oben wieder durchstarten, ist das ein gutes Indiz dafür, dass wir den Widerstand um die 12.350 Punkte Marke links liegen lassen und uns tatsächlich hier über die 12.400 Punkte Marke etablieren wollen. Anlaufpunkte zur Oberseite sehen wir sehr, sehr schön im Extension-Bereich hier. 12.5 ist mal locker möglich hier oben. Das ist das für den Tag. Ansonsten wichtiger Drehpunkt, den wir unten gesehen haben, als Unterstützung sozusagen hier unten dieser Bereich. Diese Marke 12.274,75 in diesem Punkt, da sind wir aufgesetzt. Das ist aus dem kleinen Bereich hier unten ein Anlaufmarker gewesen und der hat gehalten. Wird der abverkauft, dann müssen wir uns zur Unterseite orientieren und dann kommen relativ schnell wieder Marken ins Spiel um die 12.250 bis 12.200 Punkte. Das sollte man auf der Unterseite mit auf der Uhr haben. Also das mal ganz grob im Schnelldurchlauf. Eine Kurzplanung für das, was im DAX hier möglicherweise auf uns warten kann. Wie schon gesagt, die Bullen sind momentan so ein bisschen am Drücker und suchen die Oberseite. Und ja, wir haben diese Woche halt ein paar Nachrichten, die, denke ich mal, auch nachhaltige Bewegungen mitlaufen können. Und dann werden wir sehen, ob das, was wir hier sehen, nur ein kurzer Gegenbewegungsreflex gegen den Abverkauf oder vom Abverkauf der letzten Woche mit gewesen ist und wir einfach nur hier oben in den Widerstandsbereich reinlaufen oder aber, ob wir nachhaltig nach oben gehen und die Marke von 13.000 Punkten wieder ins Visier nehmen. Ansonsten der Blick in den DAX hier an dieser Stelle, da sehen wir halt, wo wir hier liegen. Wir haben momentan die Range oben da. Das sieht man auch schön, wenn man sich die Woche anschaut. Hier diese starke, große Schwankungsbereich, diese extrem hohe Kerze. Das ist momentan der Schwankungsbereich. Der Deckel sozusagen oben und unten, den sehen wir hier begrenzt. Und das ist momentan ja der Trading-Bereich. Und das ist eine gute Sache für die kurzfristigen Trader. Deswegen blicken wir hier morgens auch immer mal rein und schauen, was hier entsprechend los ist. Also für den heutigen Tag sehr, sehr schön zu sehen. Wir laufen hier in der Stunde schon mal aus einem guten Level nach oben. Und wie schon gesagt, hier oben dieser Top-Bereich, ganz grob, ich ziehe es nochmal etwas näher ran, 12.400 Punkte, das ist die Marke, auf die es wirklich drauf ankommt. Hier zwischendrin haben wir noch den Widerstandsbereich, der ist da, 12.340 bis 12.350, 60 Punkte hier oben. Das muss überwunden werden. Wenn wir da wirklich Stärke reinbekommen, dann können wir uns nach oben orientieren. Das heißt, das wäre dann der Kauf dieses Levels. Prallen wir ab, dann wird es wichtig zu sehen, was passiert hier am Tagestief um die Marke von ganz knapp 12.275 Zählern. Wird der abverkauft, dann müssen wir uns eher auf der Unterseite orientieren. Und wie schon gesagt, die Level, die wir da dann haben, hier, wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart anschauen wollen, 12.200 und ungefähr 12.13 Punkte, beziehungsweise hier das Zwischenlow aus diesem Trend hier um die Marke von 12.185. Damit sind wir durch für das von heute Morgen. Ich wünsche allen, die hier zuschauen, einen guten Trading-Tag und wir sehen und hören uns morgen früh wieder. 8.30 Uhr Blog-Eintrag gibt es vor. Ich freue mich drauf und wünsche allen, wie schon gesagt, erfolgreiches Trading. Bye, bye und tschüss.